Alles sicher, haben Sie gesagt? Zugriff! Sorry fürs Lachen. Die Pressekonferenz, die war ungefähr genauso explosiv wie dieses Tischfeuerwerk heute. Ich habe alle Details zu Taylor Swift, zu Wien und der Lage, dass jetzt alles wieder sicher ist, wenn man der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste Glauben schenken möchte. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr habt es ja schon gesehen. In Wien gab es die Absage von 3 Konzerten wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlages. Eigentlich ist daran nichts mehr mutmaßlich, denn der Tatverdächtige Nummer 1 hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Aber schauen wir noch einmal ganz kurz zurück. Die Tagesschau, sie hat einfach vergessen zu sagen, dass es sich hier um Islamismus handelt. Die 3 Konzerte des US-Popstars Taylor Swift in Wien sind am Abend vom Veranstalter abgesagt worden. Vorausgegangen war die Festnahme von 2 Terrorverdächtigen in Österreich. Sie hätten unter anderem Anschläge bei diesen Konzerten geplant, teilte das Innenministerium mit. Sie haben das einfach weggelassen und aufgrund einer Bedrohungslage wurden hier die 3 Konzerte abgesagt. Es ist jetzt hier wirklich spannend, was alles ans Tageslicht gekommen ist. Der 19-jährige Tatverdächtige, der Hauptverdächtige Nummer 1, der in Wien verhaftete 17-jährige Mittäter und ein 15-jähriger, zumindest Mitwisser, ob er Mittäter ist, das weiß der Staat in Österreich aktuell noch nicht mit Sicherheit. Es geht jetzt hier zuerst um den Haupttäter, 19 Jahre alt, der Mann, der in Ternitz gesucht und verhaftet wurde, der dort auch gearbeitet hatte, muss man sagen. Denn am 25. Juli hat er seinen Job gekündigt und in der Firma angekündigt, ich habe noch Großes vor. Niemand ahnte etwas Böses, selbstverständlich nicht. Es gab dann in Ternitz sogar Vorbereitungshandlungen, um Sprengstoff herzustellen. Es wurde 12%iger Wasserstoff gefunden und eine kleine Menge TATP. Das ist ein Sprengstoff, ihr könnt ja mal danach googeln. 12%iges Wasserstoffperoxid ist jetzt auch schon nicht mehr so einfach in der Handhabung. Mitgefunden haben sie Kabel, Zünder, Zündvorrichtungen, Anabolika, 21.000 Euro Falschgeld, Hieb- und Stichwaffen, Schreckschusswaffen sowie Munition und ein intaktes Blaulicht mit Polizeihorn. Das hatten sie wohl vor, entweder als Fluchtgelegenheit zu nutzen oder eben damit dann erstmal auf das Gelände zu kommen, wo sie ihren Anschlag hätten verüben wollen. Das Interessante ist, der 17-jährige Tatverdächtige hat vor wenigen Tagen seine Freundin verlassen und damit hat er, wie der Haupttäter, hier klare soziale Veränderungen an den Tag gelegt. Und es ist jetzt noch viel schlimmer, der 17-jährige aus Wien, der ist der Polizei bereits bekannt. Und zwar durch staatsschutzrelevante Ermittlungen. Ob es hier um die 505er geht, viele werden wissen, was ich meine, den anderen sei gesagt. Das ist eine clanähnliche Struktur, die sich hier aufgrund eines alten Postleitzahlencodes anscheinend aus Syrien den Namen 505 gegeben hat. Dazu möchte der Direktor für Staatsschutz und Nachrichtendienste keine Äußerungen machen, hat er in der Pressekonferenz gesagt. Der 17-Jährige hat einen türkisch-kroatischen Hintergrund. Der 19-Jährige aus Ternitz ist, wie schon vorher gesagt, nordmazedonischer Herkunft. Der 15-Jährige, den Sie hier ebenfalls in diese Ermittlungen mit einbezogen haben, ist Österreicher mit türkischem Hintergrund. Jetzt ist es, wie es kommen musste, und ich habe gestern scherzeshalber jemanden, den ich über den Anschlag berichtet habe, dann einfach nur gesagt, lass mich raten, die Security war wieder drin. Das ist nämlich inzwischen der Klassiker. Das habe ich gestern 22.05 Uhr jemandem spaßeshalber mitgeteilt, um jetzt heute leider euch mitteilen zu müssen. Es war das Facility-Unternehmen. Der 17-Jährige in Wien hat seit wenigen Tagen für einen Dienstleister gearbeitet, der im Stadion von Taylor Swift hier Dienstleistungen angeboten haben soll. Gestern wurde der 19-Jährige in Ternitz bereits verhaftet und es gab hier den Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes. Wann und von wem der Hinweis kommt, möchte man nicht sagen. Von wem, das ist bekannt, aber dass man das Wann weglässt, das lässt hier wirklich Raum für Spekulation offen. Denn der Tipp des ausländischen Nachrichtendienstes war nur für einen Einzeltäter. Die österreichischen Behörden klopfen sich jetzt selbst auf die Schulter, denn sie haben relativ schnell Personen in seinem Umfeld erkannt,
die Polizei bekannt sind. Erst danach haben sie dann herausgefunden, dass es sich hier um ein Netzwerk handeln muss. Es gibt aktuell keine weiteren Personen, die hier angeblich gesucht werden, beziehungsweise sie kennen sie einfach nicht. Die Eltern des 19-Jährigen sind auch schon seit längerer Zeit im Ausland, deswegen konnte er auch zu Hause in seinem Wohnhaus, was anscheinend das Elternhaus Internet sein muss, hier mit den Vorbereitungshandlungen beginnen. Er hat jetzt ein umfassendes Geständnis abgelegt, dass er hier einen Anschlag vollüben wollte. Wie genau, hat die Polizei noch nicht verraten, aber es soll wohl ein Auto als Tatwaffe erstmal zum Fahren in eine Menschenmenge genutzt worden sein. Danach hätten Hieb- und Stichwaffen zur maximalen Eskalation eingesetzt werden sollen, um dann am Ende eventuell von dem gebauten Sprengstoff Gebrauch zu machen. Ein Anschlag quasi im Vorfeld des Ernst-Happel-Stadions und gar nicht im Ernst-Happel-Stadion. Das Interessante ist, der 17-jährige Mittäter hier, der arbeitet bei einem Dienstleister im Stadion. Die genauen Hintergründe dazu sind derzeit völlig unklar. Der 15-jährige, der aktuell noch nicht als verhaftet gilt, sondern der wird vernommen seit gestern, der ist auf jeden Fall in Kenntnis der Pläne des 19-Jährigen gewesen. Inwieweit er hier weiter verstrickt ist, ist noch völlig offen. Es ist auch den Behörden aktuell absolut unklar, ob es noch weitere Personen gibt, die die Pläne kannten oder die sogar in die Planungen mit involviert waren. Die Hälfte der Pressekonferenz war ungefähr ein Gejammer und ein Geheule, dass man als österreichischer Nachrichtendienst doch keine Befugnisse hätte. Man wolle keine Massenüberwachung, aber man müsse Messenger-Dienste mitlesen. Ja, genau mein Humor, sie negieren ihre eigene Aussage im nächsten Satz und keiner will es wieder gemerkt haben. Ob es amerikanische Behörden waren, darüber möchten sie nicht sagen. Allerdings gibt es ein Bekennervideo, was aufgenommen wurde, was ganz klaren Bezug zum Islamischen Staat hat. Aber dieses Video wurde auch wieder gelöscht. Aber genau auf dieses Video hin gab es hier den Hinweis an die Direktion für Staatsschutz. Der 17-Jährige ist dann gestern in dem Umfeld des Ernst-Happel-Stadions ausfindig gemacht worden und dann von der Spezialeinheit Cobra, die ihr am Anfang gesehen habt, festgenommen worden. Es ist noch völlig unklar, wie das Ganze hier am Ende noch weiter reicht. Eines ist dennoch klar, die österreichischen Behörden hätten an der Veranstaltung der Konzerte festgehalten. Sie haben vollstes Vertrauen, wie man so schön sagt. Allerdings hat der Veranstalter in Rücksprache mit amerikanischen Behörden sich dazu entschieden, alle drei Konzerte abzusagen. Und das ist ja wirklich interessant. Die amerikanischen Behörden, sie wissen hier wieder mehr, als man uns sagen möchte. Aber sie sagen, alles sicher, niemand wird gesucht. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ganz genau mein Humor, wenn man sich alleine überlegt, was Sie bei diesem jungen Mann hier gefunden haben. Und immer wieder kommt das Gleiche dabei heraus. Die jungen Männer, sie radikalisieren sich über das Internet und deswegen brauchen wir immer weitere Befugnisse, Befugnisse, Befugnisse. Ich wäre mal dafür, wir sorgen dafür, dass wir überhaupt wissen, wer wo wann zu Hause ist. Aber dann ist man ja wieder gleich jemand, der in eine Ecke gestellt wird. Allerdings kann man es hier nicht mehr von der Hand weisen, dass wir ein großes Problem in Europa mit der inneren Sicherheit haben. Und da helfen auch weitere Befugnisse nichts, denn wenn man seine aktuellen Befugnisse nicht ausschöpft und vor allem die Gesetze nicht konsequent umsetzt, dann helfen auch 1000 weitere Gesetze nichts. Das ist der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Ich bin gespannt, wie siehst du das Ganze hier? Mal wieder ein Klassiker. Was noch hinzukommt, ist die vielen Dinge, die sie uns noch nicht gesagt haben. Ja, sie haben ja den Sprengstoff vor Ort unschädlich gemacht und sie gingen von einem Einzeltäter aus. Dann haben sie noch mehr Leute gefunden und es muss wohl noch mehr Leute geben. Sie haben von allen dreien die Handys einkassiert mit umfangreichem IS- und Al-Qaida-Propagandamaterial, wie sie so schön sagen. Und ich bin gespannt, was die Auswertung der Datenträger hier noch zum Vorschein bringt. Die Behörden haben schon mal vorgebaut und gesagt, es wird hier noch Tagen, Wochen oder Monate dauern. Ganz mein Humor, es wird noch Monate dauern. Ich frage mich, was machen Sie eigentlich beruflich? Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram und X, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und damit ciao, bis bald.